Hey Leute, ich bin MacPaverick. Ja, in dem heutigen Video möchte ich euch einmal erklären, wie ihr anhand dieser Kondensstreifen hier, die von Flugzeugen entstehen, das Wetter vorhersagen könnt. Ja, mittlerweile hat man eine Vielzahl von diesen Kondensstreifen am Himmel. Die entstehen, wenn Wasserdampf aus den Triebwerken austritt und an den Rußteilchen der Abgasen hängen bleibt und dann kondensieren. Und es ist tatsächlich möglich, an diesen Kondenswolken oder Kondensstreifen das Wetter vorherzusagen. Wenn die Kondensstreifen ihre Form recht lange behalten und sich nur langsam auflösen, deutet das auf eine beständige Hochdrucklage hin, also auch auf schönes Wetter. Wenn die Kondensstreifen sich aber schnell ausbreiten und zerreißen, dann zeigt das, dass oben am Himmel relativ viel Wind weht und das deutet dann auf ein Tiefdruckgebiet hin. Also dann ist eher schlechtes Wetter im Anmarsch. Ja, wenn ihr also wissen wollt, wie das Wetter in der nächsten Zeit wird, schaut einfach mal hoch, ob ihr auch einen Kondensstreifen entdeckt. Mit Sicherheit, denn jede Menge davon sind unterwegs. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer MacPaverick.